So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich habe mich gestern so verbrannt an dem komischen Raclette-Grill. Ich habe nur noch einen Arm. An dem anderen ist nämlich ein Heftpflaster dran. Aber darum geht's nicht. Wir haben nämlich. Wir haben nämlich wieder Post bekommen. Fanpost. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, was da los ist. Veronika, die auch schon mal hier diese durch Salz geschredderten Chilis geschickt hat, diese Paste, die angenehm scharf war, aber halt übelst salzig, ja. Und die auch diese Chili-Knacker geschickt hatte, die auch immer KitKat geschickt hat und sonst was. Jetzt weiß ich ja mittlerweile, woher das alles kommt. Oh, guck doch mal, man platt wie eine Flunder, Junge, was machst du? Die nächste Runde oder was? Die wollte sich bei mir bedanken, weil ich ihr letztens mal geholfen habe. Sagen wir es mal so. Oh, ich kann nicht, wenn du mich hier so. Und plötzlich habe ich ein Paket bekommen von Amazon, ne? Die hat nämlich Amazon Prime. Jetzt würde ich ja nicht einfach bei Amazon irgendwas bestellen. Ich denke mal, sie hat sich vielleicht in meiner Wunschliste umgeschaut, wo ich ein paar Artikel reingesetzt habe, die ich interessant und cool finde, und hat deswegen über Amazon Prime mir dort direkt was bestellt, was jetzt hierher kam. Ist aber leider nur eine Vermutung, vielleicht hat sie auch selber irgendwas rein und ich weiß gar nicht, was drin ist. Ich weiß ja ungefähr, was auf meiner Wunschliste ist und entweder ist jetzt was davon da drin oder sie hat halt selber eigenmächtig irgendwas bestellt und hat das geschickt. Das werde ich mir jetzt aber mal genau angucken. Das ist nämlich direkt ein Paket von Amazon, deswegen steht auch keine Adresse drauf von ihr oder irgendwas mit einem Absender, obwohl bisher alles, was sie geschickt hat, war auch immer ohne Absender. Daran könnte man das jetzt eh noch nicht ausmachen. Wir machen jetzt mal hier die Seite auf, und ich sagen muss, dass der Karton ziemlich groß ist, aber für seine Größe ziemlich leicht. Jetzt gehen wir hier drüben lang. Schlitzen das mal nach da, haben wieder daneben geschlitzt, ne? Kennt ihr das? Der Schlitzer, wenn der daneben schlitzt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt machen wir das hier auf. Wir machen das hier auf. Meine Vermutung wäre ja, glaube ich, vielleicht sind da wieder diese scharfen Nudeln drin, dieses Samyang too spicy. Deswegen ist das groß in einem großen Karton, aber deswegen ist die Packung an sich, der Karton leicht. Adi! Okay, der Adi ist. Guck mal, Adi war im Karton! Hupi! Adi! Adi, kannst du mal wieder zurück? Bitte auf dein. Los! Noch ein Stück! Er ist zur Hälfte auf jeden Fall wieder runter. Jetzt machen wir es mal auf. Es sind Nudeln, aber es sind nicht die Too Spicy, diese roten. Es sind andere. Und andere habe ich noch gar nicht probiert und noch gar nicht gehabt. Und guck dir das an. Erstmal hier was zum Spielen von Adi. Ne? Kennt er ja. Ist auf jeden Fall sehr. Ja. Beiß da mal rein. Oder ess den Wasserhahn auf. Dann haben wir hier einen Gruß von Melanie. Ja. Die Knacker sind kein Fall von Prime. Purpurnes Herz von Veronika. Durfte ich jetzt den Namen überhaupt vorlesen? Dann ist es halt einfach nur ein Gruß von Veronika. Den Rest blenden wir bitte aus. Aber das war ja nur der Vorname. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und es sind zwei Artikel drin. Samyang Fire Hot Curry aromatisierte Chicken Ramen Nudeln, 5 Stück koreanische Ramen Nudeln und einmal Crocs Unisex Classic Clock White 4546. Wer mich kennt und meine Videos verfolgt, der weiß ja, dass der Ramses eigentlich immer nur mit diesen weißen Gummischuhen unterwegs ist und das finde ich übelst genial. Die sind ein bisschen teuer, könnte man denken, aber die haben wenigstens hier dieses blöde Krokodil drauf. Die sind weiß, die sind edel, die finde ich super bequem. Ihr kriegt keine Schwitzfüße da drin, weil die ja überall Löcher haben. Die haben so eine schöne weiche Sohle. Also ich will die euch nicht verkaufen. Ich freue mich nur, dass ich die jetzt habe. Deswegen
habe ich mir solche gekauft. Der Geitsch hat mir damals, also der Mannsaulwurf aus der Tschechei, auch welche mitgebracht. Aber keine originalen und halt grau. Und die waren irgendwie nach 2 Wochen komplett durchgelaufen und durchlöchert. Die halten eigentlich von der Sohle, was sehr cool ist. Ist da natürlich auch eine richtige Marke. Meine, die ich jetzt gerade anhabe, die werden aber schon wieder dünn unten dran. Das heißt, ich hätte mir sowieso mal wieder solche bestellen müssen. Und Schuhe ist ja immer so, die laufen sich irgendwann durch. Deswegen sehr genial, dass ich jetzt wieder eine Originaltüte Crocs habe zum Anziehen für die nächsten Pokémon-Videos. Wenn es mal wieder heiß wird, für ins Wasser gehen, wenn es mal kalt ist, durch den Schnee laufen, da sieht man die gar nicht mehr. Was man aber jetzt auch nicht mehr sieht, ist der Adi. Der hat sich nämlich jetzt hier versteckt im Karton. Ungefähr so. Adi, Schatz. Adi, Schatz. Was ist Nudeln? Den packen wir jetzt einfach mal raus. Wir müssen jetzt nämlich mal die Nudeln angucken. Das sind auf jeden Fall Nudeln, die habe ich noch nie probiert, noch nie gehabt. So. Da die aber auch von Samyang sind und eben diese Samyang Too Spicy so genial waren, habe ich mich auf Amazon mal umgeguckt, was es noch alles für Nudeln von Samyang gibt. Und da gab es so viele Sorten, bestimmt 8 oder 10 verschiedene Sorten, die es in so 5er-Packs gibt, die ja eigentlich nur übelst lecker sein können und vielleicht nicht too spicy, also so extrem scharf, sondern einfach mal so für zwischendurch zum Essen. Das sind also hier die Bulldog Curry Fire Nudeln Hot Chicken Flavor Ramen. Die sehen auf jeden Fall richtig genial aus. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Das ist sicherlich auch was für Pupsi, weil die anderen sind hier doch ein bisschen zu scharf. Die anderen sind ja ein bisschen zu scharf. Die dürften ja dann nicht so scharf sein wie die anderen. Vielleicht trotzdem schön feurig und einfach eine Currynote dabei. Finde ich auf jeden Fall genial. Meine allererste Bestellung aus der Wunschliste. Danke an Veronika. Bisher hat noch niemand über die Wunschliste was bestellt. Ich habe die eher so als Gag mal angelegt wie Natururin. Und jetzt neue Schuhe, neue Nudeln, 5 Packs Nudeln. Finde ich einfach richtig genial. Die werden wir natürlich dann irgendwann testen. Ich glaube, da werde ich auch ein Video dazu machen extra, wie wir das erste Mal diese Nudeln testen. Gucken wirklich, wie die schmecken im Vergleich zu den Samyang Too Spicy. Vielleicht, wenn Hannes, Iswo, sonst was. Ach, Iswo, das ist ja eh nichts für ein Iswo. Außer, da bin ich dann geizig. Wenn der Hannes eine Packung isst, dann habe ich ja nur noch 4. Und wenn ich eine esse, habe ich danach nur noch 3. Ich glaube, die werde ich alle alleine essen. Den Spaß gönne ich mir. So. Das werde ich jetzt wieder hier reinpacken, das werde ich gleich mal Pupsi zeigen und mich übelst freuen. Adi ist auch schon bereit, der will raus. Wenn ihr Bock habt, auch mal irgendwas, also irgendwas zu unterstützen, ihr könnt ja im Stream könnt ihr spenden, aber da werden ja immer 30% der Spenden abgezogen und es kommt nicht alles an. Alternativ können Leute, die einen unterstützen wollen, ja über den PayPal-Spendenlink in der Beschreibung spenden, Futter für Adi spenden, da kommt wenigstens alles an, vorausgesetzt ihr schickt das an Geld für Freunde, ja, ich verkaufe euch ja keine Dienstleistung in dem Moment, oder ihr guckt mal in die Wunschliste rein, die steht auch in der Beschreibung und vielleicht sagt ihr, das finde ich cool, das feiere ich, da will ich sehen, wie der Ramses das testet oder wie der Ramses das isst und bestellt auch was aus der Wunschliste. Veronika hat es vorgemacht, wie es geht, vielleicht macht ihr es ja nach. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mal noch andere Sorten von den Nudeln zu bekommen. Könnte ich mir natürlich auch alles so kaufen, aber was packe ich dann in die Wunschliste? Deswegen habe ich die in die Wunschliste gepackt, einfach, und jetzt sind sie da. Geile Sache, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.